Okay, also ihr wollt Rell spielen, Bot, ja? Ich würde Rell spielen, wenn wir Thresh bannen, ja. Okay, dann wenn wir Thresh. Guckt sich das hier jemand freiwillig an. Was noch? Ego wahrscheinlich? Und willst du Jona also gebannt? Ich sag mal so, Atok ist das Team. Bitte Jona, ja. Atok ist das Team, was Rell geblindpickt und dann Jenna Karma in Second Rotation gebannt hat. Also es kann durchaus sein, dass die Jenna oder Karma in Thresh spielen. Das ist auch disgusting. Okay, aber ich glaube, da müssen wir nicht. Sind wir eher fein als im Thresh, der dann nicht auch noch transferiert in die. Ja, 100%. Ja, ein Jone-Bann, den würde ich fühlen. Okay, dann Thresh, Viego, Jon. Der Viego-Ban muss nicht sein. Und das Kardos-Ban. Wir können auch Zoe noch bannen, ne? Der ist also Indeed schon super nerviger Zoe. Wie ist denn. Kommst du mit Zoe zurecht? Ich kann die selber spielen. Okay. Ja, dann lassen wir sie offen, auch. Oder? Also du kommst mit ihr zurecht oder du spielst ja, sie selber? Ja, ich spiele normalerweise immer Anive dagegen. Ich weiß jetzt gar nicht genau, was Anive ist gebannt, Anive ist gebannt. Ja, eben. Das ist jetzt ein bisschen... Okay, also Zoe raus. Also ansonsten ist halt Tolkien, kommst du mit Viego zurecht? Ja. Ich kauf Bramble West. Ich kauf Bramble West? Ja. Als wäre der Chip wieder mal abgehakt. So. Ja. Die Lane von dem ist echt disgusting, ne? Anivia und Corki Ben. Das sind wohl eher die gegen dich, wa? Relatives. Grell? Ja. Grell. Kaiser ist auch oben, ne? Just saying. Naja, also wenn wir Grell Kaiser kriegen, wäre das klasse für uns, so. Das finde ich supi. Das ist ja auch illegal, glaube ich. Höchsten Grades. Aha. Predictions gehen weiter. Sag mal, Sola, machst du das beruflich oder was? Ja, bist du Caster oder so? Also ich habe heute Spin Prime League im Draft Sola komplett lost und jetzt hier im Was für lost? Mach jedes Game. Ja, wenn wir 77 offen lassen und die 78 picken, kriegen wir dann nicht 44 auf der Blue Side? Und haben wir die 44 auf der Blue Side gekriegt? Okay. Was können wir hier picken? Also mein Gragas ist natürlich mein Prime Jungler, ne? Gragas ist auch gut gegen Rell, weil also die wirst du Gragas Support wahrscheinlich sein. Nee, ich glaube, das ist Gragas Jungle, ehrlich gesagt. Was ist mit Samira? Ansonsten, wir können Fiddlesticks oder Lee Sin picken, wenn ihr wollt. Boah, ich bin auch insecure, was. Ich seh dich mega auf Fiddlesticks. Ja. Jetzt really Fiddle? Gib mir Fiddle. Natürlich schwierig, weil wir definitiv Double AP spielen werden, ne? Aber. Ja, aber das ist okay, Double AP, solange wir nicht Triple AP haben. Ja, ich denke. Was ist der Ardekibbel hier, Solo? Also wir werden so oder so Losing Lane haben, ne? Was bist denn du für ein Ja, die haben Counterpick auf Rell, natürlich werden wir den verdienen. Na gut. Ja, gib mir Xayah. Okay. Max Xayah. Super nice, der Champion. Mit Fiddler ist es wichtig, dass sie nicht early invaden können, tatsächlich. Ah, Gott sei Dank ist mein ganzer JP-Pool sprießlos. Aus der Early Game ausgelegt. Wie wär's denn mal wieder mit so einer LeBlanc, Johnny? Die ist auch wieder im Kommen. Ich glaube, ich habe euch noch nie sagen hören, dass ihr Lane gewinnen werdet. Also wirklich niemanden so. Ist immer, wir haben keine Prio. Counter-Pick-Matchup. Oh Gott, das Hekarim, ja, wir blindpicken ja auch die weiß ganze jetzt nicht, Zeit. Was ist jetzt der Front, Tolkien? Nee, das ich noch nie gehört, auch in den O-Games. Ist immer so, es sind immer schlechte Matchups, egal was es ist. Hä? Wir haben heute. Also, ich habe heute erst mit Kani gesagt, okay, es ist ein Hard-Winning-Matchup. Hab Phil runterzitiert. Und Toplane war anscheinend so am Brennen, dass Phil nicht einmal unten war. So. Jetzt hol doch rein. So ein Ding ist das. Okay, ne? Was sind die Bands? Ori, I guess, gegen Hecarim. Die Counter von Rell wegnehmen vielleicht, oder? Ja, aber das ist ja Gragas Support. Das ist Gragas Support. Au, ich bin dumm. Ja, lass mal Orianna bannen. Warum denn nicht? Ich sehe mich auch immer noch auf Zoe. Orianna Victor raus vielleicht. Zoe ist gebannt. Orianna Victor. Achso, ja, wir gebannt. Oh, jetzt wird es natürlich heikler. Der Spieler Victor, ja. Aber mein Six ist auch banned. Wo kommen wir denn hier hin? Jetzt wird es langsam auch knapp, ne? Ah, guck hier auch. Ja, jetzt wird es. Geh mal die Reserven. Knapp, du. Junge, wie steht es um deinen Weiger in der Midlane? Tatsächlich gar nicht so schlecht. Aber aktuell sehe ich eher Ari. Ist ja stark im Kommen. Ari ist nice, ja. Tolkien, ich möchte, du weißt, wir haben gecallt, dass wir Botlane gewinnen und wir haben Botlane gewonnen, okay? Ja, komm, jetzt klärt das. Nee, okay, das ist mir wichtig. Ich geb dir den Quellenpool, du hast recht. Ich will aber auch, dass du weißt, Tolkien, dieses Game callen wir nicht, dass wir Botlane gewinnen. Ich wiederhole, wir wollen es nicht. Okay. Ja, wollen wir jetzt noch Victor bannen, oder was? Ja, oder willst du Victor spielen? Nee. Ja, dann Victor. Das ist ganz perfekt. Azir ist ein bisschen weit offen geblieben für seinen Meta. Ja, aber Azir ist ja genervt jetzt, also. Ja, hast du schon gegen gespielt? Ich hab's noch gar nicht. Ja, ich meine, das ändert überhaupt nichts, glaube ich, im Competitive. Ja, aber fantastisch. Das ist immer noch super. Ja, 10 Damage pro Soldat, das ist schon crazy. Das ist eine Menge, tatsächlich. Also in Solo-Queue merkst du das schon, weil der war ja davor schon echt kacke. Aber wenn die Azir picken, würde ich wirklich weiter gehen. Oh ja, super Matchup. Hekarim ist halt eklig, ne? Ja, aber Hekarim ist generell eklig. Ne?
aber mal ehrlich. Also ist der Weiger insane. Boah, mein Gott, Alter. Wenn der Galio pickt, kannst du auch Weiger nehmen. Hab ich auch überlegt. Aber ich hatte ein bisschen die ganze Zeit Hoffnung, dass mein Zeitis. Ich werde Camille oben nehmen. Auf jeden. Kannst du selber Camille einfach so bleiben? Ja, können wir machen. Ne, ist nicht so geil, aber können wir machen. Wir brauchen ja schon. Wieso? Das ist doch Kragas Top und Galio Support, oder meint er nicht? Jetzt Midlaner noch. Ich denke tatsächlich an Ari. Ich glaube, ist nicht so bad. Mhm. Galio Matchup gespielt, aber. Was immer das ist. Nehmen wir erstmal Camille hier, dann habe ich nochmal 2 Sekunden. Ja, aber ich glaube schon, oder? Sieht irgendwer was anderes? Also Weiger, maybe, aber keine Ahnung. Die können halt schon drüber fahren. Sehe sonst nichts. Mit was du mich wohlfühlst? Das ist das Wichtigste. Ja. Es ist halt viel gebannt, mit dem ich mich wohlfühle, ne? Bin ich auch ehrlich. Ah, ja, nee. Aber jetzt alter Ari-Connoisseur, das wird schon. Das wird schon. Ari, Johnny? Ja, bitte. So, und jetzt werden die picken. Braucht noch irgendjemand, der den transportiert? Ne, eigentlich brauchen sie niemanden, der Galio transportiert, oder? Wir haben ja Ekrim. Ich glaube, es wird vielleicht sogar wirklich Gragas Toplane oder sowas. Gragas ist schon einer der besten Counterpicks. Könnte sein, ja. Die könnten jetzt auch Mitte einfach Counterpicken irgendwie. Oder sie gehen einfach Jax. Wäre actually smart, ne? Galio Support, Gragas Top und jetzt so ein Kasadin oder sowas ekelhaftes. Naja. Wenn die Galio kein langweiliger sind. Mensch, Sven, aber. Also, die haben echt gut gedraftet, ne? Ach, wir haben das, no way. Jetzt würden die gewinnen wollen. Ja, das sieht irgendwie schon so aus, als würden die Gas geben hier. Ich tue Top den Ult, dann machst du da auch Ultra auf und erst jedes Mal tot. Sound muted. You got play fresh. I don't know why this guy picked Ari twice. Twice in the same week and he even won with it once. That's crazy actually. I can't actually believe that happened. So actually people are gonna think, yeah, Ari is fine. She won a game. She got played competitively. She's a good champ. Yeah, that's not really the case, guys. Oh wow. Yeah, Ari damage is really trash. I don't know why this guy picked Ari twice. Twice is... Finde ich lustig. Sound resumed. Ich gehe in ITP, no way. Ich habe also Prime, aber ich bin noch sehr gankable. Was ist das für ein Clip? Da können wir mal gucken, ne? Das ist ja... Was ist das? Der hat Panda gerade reingeschickt. Finde ich sehr passend. Okay. Dann gucke ich den mal an. Ari ist fein. Was jetzt? Ist das jetzt Front oder ich konnte den Clip nicht bis zum Ende. Das ist der Front, ja. Das Front? Ja. Na gut, okay. Mit wie vielen Accounts bist du jetzt Dia Hardstyle? Aber nicht von mir, sondern von Mickey X, du kleiner Spritzer. Ja. Wie viele Accounts ist Mickey X Hardstack? So, machen wir den Bett. Okay, ich habe kein Wort verstanden. Um was geht's denn in dem Clip? Ja, dass Ari scheiße ist, wird einfach nur gesagt. Achso, ja, das sage ich auch jedes Mal im Stream. Gut. Aber die wurde jetzt sogar in der LEC gespielt, also. Eben. Das kommt auch im Clip vor. Und das kommt auch im Clip vor, dass das einfach nur Fake Data ist. 1:1 gerade nachgesprochen. Sehr schön. Da sind wir uns auch alle einig. Der Pick ist scheiße. Let's go. Let's go. So, okay. Wie ist jetzt die Rell-Gragas-Interaktion? Scheiße. Rell gewinnt gegen Gragas. Nein. Doch. Rell gewinnt gegen Gragas. Nein. Psst. Ach so, ja. Okay. Also du drückst W, dann drückt er E und dann bist du tot. Das ist so in ungefähr die Interaktion. Ah, das klappt cool. Ja gut, spielst halt wie immer eine Solo-Lane, ne? Ciao. Ja. Geil. Toplane ist ein bisschen flippy, die Flippe. Der Mord ist nicht im Busch, ne? Das ist natürlich super. Nein, ist er nicht. Oh, that's really bad. Das ist ja nicht schlimm, ist ja kein Pinkboard. Ja. Der wird den nachher hops nehmen. Was noch? Du brauchst kein Leash, oder? Nein, bitte nicht, bitte. Geil. Ich will hier keinen sehen auf meiner Lane. Ich bin verdammt gankable, ich hab keinen Flash, aber ist okay. Wir du hast keinen Flash? Nö. Oh mein Gott, du spielst Ignite, Camille. Du kannst das Matchup auf den ersten Level tatsächlich gewinnen, ne? Das habe ich schon öfter gesehen. Ja, auf jeden Fall. Und danach ist aber immer terrible. Ja, auf jeden Fall. Ah, ist okay. Machen wir schon. Botpool. Oder beide Champions genervt, vielleicht hat es die Dynamik ein bisschen verändert. Ja, der Punkt wird genervt. Ja, klar. Wir haben keinen Entry Ward unten, ne? Das heißt, der kann da jetzt einfach reinstolzieren. Das kann ich natürlich nachholen, das ist gar kein Problem. Danke, wir haben Push-Bot, also wir haben einen Move theoretisch dann.
Kann sein, dass ich hier beim Doppelpull sterbe, ne? Das wäre ein bisschen peinlich, aber. Ja, ach du Scheiße, was ist denn da passiert? Okay, jetzt hast du die Aktion auch mal gelernt. Das ist fein. Auf Level 1 ist fein, ja. Aber ich glaube, es ist sogar immer. Wobei, kriegst du Aftershock geprockt? Nee, nee. Du musst es noch E drücken, dann kriegst du es geprockt, ne? Ja, eins der Art und Weise, wie ich den also engage, ist mit Flash E into W, oder was? Sexy. Mhm. Korrekt. Ist das mehr so eine Kanirel oder auf was können wir uns hier einstellen? Der hat immer noch Albträume davon. Nein, ich gehe nicht 0-11. Der Gallo geht die ganze Zeit top in Fog of War, jetzt geht er auf den Pick, wo er endlich geht. Ich hab dir ordentlich Zeit rausgeholt. Ja, fantastisch, ne? Hat meine Lane hier echt wurde ich verbessert, not gonna lie. Ja gut. Ich hab mir schon kurz Sorgen gemacht, dass du die Advantages, die ich dir generieren, nutzen kannst. Der Grim müsste top sein jetzt, ne? Müsste er das? Naja, der hat Offside gestartet. Machen wir. Ja, das ist nicht super. Top diven wahrscheinlich. Ich dachte das Schlimmste. Jetzt kein Pop mehr, die Kaiser. Nee. Aber ich hätte ihn noch nicht igniten können. Wenn ich gestorben. Ach, das ist ja jetzt unangenehm hier mit dem Galio als Türsteher. Hoppla. Kann nicht ja. Mitte ganken, ne? Ich fürchte Top. Ja, der kommt von hier, aber der hat auch Aftershock und alles. Bogenplating. Top Lane ist fein, wenn wir Level 6 töten, sonst bin ich keiner dumm. Hier bin ich also. Brauche ich mal hier Botlane Vision auf, ne? Mhm. Das geht so nicht. Ich bin doch Kani. No hate, Kani. Ich lieb dich. Wenn das ist Base. Ja, okay, das kann sein, dass er trotzdem in den Jungle, wenn er nicht predicted, dass du die Count hast. Bedenkt, dass Running TP Advantage hat, ja? Weil er fällt in eine Menge, wenn er TP'n würde. Wir fighten die Mitte recht intensiv um die Frage. Können wir über die Wand flashen und die Kaiser. Wollen wir es probieren? Ja. Könnt ihr TP'n, bedenkt das. Gerade könnte auch TP'n. Ja. Wollen wir mit denn hier gerade ganken, Johnny? Was hat er? Das war voll der gute Gank. Schön gespielt, Leute. Ich hab nicht der war voll gut. Hören. Das hätte ich nicht erwartet, muss ich sagen. Ich weiß nicht, ob noch einen Chunk gehen oder so. Ich hab Zeit. Schön. Dann haben wir die zwei Challenger-Hasen. Ja, ich hab's genommen. Alles am Spot. Bis auf Garagas Flash. Bis. Ja, geile Move, ne? Fein. Nervt nur die Hekrim ein wenig. So, ich werde jetzt die Fast Top Level 6 Route machen, ja? Wenn wir beide Level 6 noch nicht in die Gneite, können wir den mal töten. Wir können ihn noch töten. Aber die können mich davor chanken und chunken mich live. Um ein bisschen nachzuspielen für den Moment. Was, ich bin zu langsam? Nö, ich kann's schneller kriege ich nicht Level 6. Nee, ist schon okay. Nee. Wenn ich gechunkt bin, kann gerade, Brügge, du hast doch gerade. Du hast Kragas Mitte bei dir. Du hast Kragas gerade geweht, er hat dich gecancelt und du kannst ihn dann aber ehen, oder? Er hat mich gecancelt. Ach, der war zu. Nein, er war late einfach. Ah, okay. Jetzt heißt es nicht auf dem Slowpush diven, aber ich glaube es ist okay. Erst, ja. Ich breche lieber Regeln. Hier kann man noch nicht gewickelt, du solltest rechtzeitig sein. Nächsten Wave. Ja, bist du easy. Hickerboard. Nice, chillig. Wir hätten für Drake spielen. Ja, Wave pusht gerade zu uns, ich kann hier keine Prio holen. Mhm. Geil, der hat Mitte jetzt durchgepusht, der wird jetzt resetten. Aus Spaß habe ich hier mal ein Ward hingestellt, aber werde ich nicht lange halten. Nur falls sie jemand diven wollen. Du wolltest aber das Koko gucken, ja? Kann die Wave vielleicht sogar freezen hier? Bot Miss? Ich denke mal, die sind am Drake, maybe? Hast du Level 6? Ich werde nicht Level 6, aber erst auf der nächsten. Die werden mal Drake nehmen, ja. Können wir Mitte kommen, Johnny? Ja, okay. Gragas hat noch Flash. Oh, ich komme hier. Er hat alles ab, er hat alles ab. Er hat absolut alles. Ken. Mhm. Ich habe Level 6 Schlamm hier oben. Stunden, aber. Naja. War mir nicht so sicher, ob wir dafür was haben. Ich geh jetzt außen rum und komm wieder top. Dann, wir müssen den jetzt einfach killen hier. Das wenn du Johnny, wenn du den Galio halten kannst, dann ist das super, sonst kann er das nicht. Ja, ich probiere, aber du weißt ja, wie das ist, ne? Ich weiß ja, wo der Galio move bot, Galio move bot. Meins, wir dive, okay, wir dive nicht. Galio move bot, Galio will bot ult. Ich werde zuerst tanken und dann ulten, okay? Und dann ult resetten. Habt ihr gehört, Bot, ne? Vier Mann da. Ja. Was, wollen wir uns verpissen, oder? Ich ult darüber. Nein, das ist Skelett, ja. Der müsste sterben? Ja. Sehr gut. Oh, okay. Aber hast du nicht den Reset gekriegt? Ich lasse dir mal die Wave da und geht von der Platte weg, ne? Actually, absolut fein. Galio Flash. Ich werde sofort Recon nach der Platte. Galio Flash.
That's it, right? 1, 2, 1 und Galio Flash. Kragas hat, glaube ich, auch geflasht. War Heka Bot? Kragas auch, hat gerade auch geflasht. Ja, Heka war Bot. Ich glaube, Kragas hat geflasht, aber ich bin mir nicht 100% sicher. Okay. Immer so eine Sache mit den Flashes. Ja, aber das funktioniert noch einmal, wenn ich Level 6 bin, dann nicht mehr, also. Der geht hier von meiner Bootside-Camp sowieso, Sid. Was hast du gesagt, Freddy? Ich hab's akustisch nicht verstanden. Der geht für die Bootside-Camps, aber ich glaube nicht, dass wir contesten dürfen. Nee, ich hab keine Ult. Der Galio hat auch noch Ult, also der hat das Open Match Flash gespielt. Schön Spiel, Leute, unten. Huge Ball. Heka kommt. Heka. So, wo steht die Bot? Hat der Heka Ult? Gragas Mitte, Gragas Mitte. Heka hat noch Ult, ja. Ja, er hat noch Ult. Ich kann dazu stoßen. Ich komme auch dazu. Achso, nein, wir können die haben die Prioner. Lass mich sterben, my bad. Vielleicht können wir mich auch zwischen stürmen so. Die gehen jetzt aber alle raus, das heißt, vielleicht kann ich sogar meine Camps kriegen gleich noch. Ich flash hier rüber. Ich hab keine Schöner Versuch, schöner Versuch. Besser wird's. Der Renekton geht hier Base. Ich kann keine Experience flashen. Ja, ich würde resetten hier. Wollen wir straight Herald machen? Wenn du resettet, hab ich Bock auf der nächsten Mal. Nee, gefällt mir nicht. Oh, okay. Ich würde gerne eine Route into wieder top machen, kurz hier. Dann, wann hast du Ult? 50. Galio hat immer noch TP-Advantage, ne? Sollte damit eigentlich. Galio hat keine Ulti für eine ganze Meile hier. Ah, mich hat ein Minion auf 6, so schade. Das ist dann nicht. Very schade. Der hat keine Ult mehr. Aha. Ich dachte, ich krieg in dem Fall 6. Ich kann wieder eine Runde mitlenken, Gorbat. Ich habe 15 Ult. Ich würde gerne für den Top spielen, ja. 10 Sekunden Ult. Ich habe Mitte geresettet, ne? Jetzt ist mal keine Gnight. Der hat eine Wave Prio, eine Wave. Gragas ist wieder Mist, glaube ich. Gragas ist Prio. Wofür vor? Ich will da halten wieder noch. Yeah, ich hab Ult. Galio ist immer noch Mist. Ich werde jetzt Prio wieder übernehmen. Ich weiß nicht, wo der ist. Galio Bot. Okay. Ich würde diesmal nicht Bot moven, sondern. Moni gelernt ist ein bisschen schwieriger zu diven, wenn wir ihn. Oder einfach No Way von User! Alter, Damage, man, ist ja irre. Bitte für Play, ich bin der beste Server, was Moni passiert hat. Damage. Ich glaube, eigentlich sollte ich mehr am Bot rumspielen, aber das ist Top, ist halt so easy und der. Dann im Top, so dann im Top, werden. Ist komplett fein. Es ist worth, wenn wir Herald kriegen, denke ich. Das ist wirklich komplett okay. So, spielt eh ADC. Ich hab einen 30 Slider TP. Der hat einen Minion geäht. Ich ist mega, diese Wave zu nehmen, aber ich mach's trotzdem. Was, die sind hier unten meine ganze Botseite nehmen. Ich werde jetzt da den Herald machen als nächstes und ich will dann wahrscheinlich entweder für Mid oder Top töten. Die so ein komplett. Wollen wir TP spielen? Die sind ich hab 10 Sekunden TP, okay. Ich push schon, dann kann ich mich gut TPen, okay? Denk an Galio, ne? Denk an Galio. Ich weiß, kann jetzt der Wolf auch moven. Ich das ist sehr schwierig. Naja, ich hab geendet. Ich hab noch kein TP. Gute Rasult. Ich glaube, ich TP vielleicht Toplane, falls der Renek nicht beim Herald fightet. Heiko hat nicht geultet, ne? Ne. Pass auf da Mitte, ne? Kann sein, dass er immer noch unten ist. Super safe, to be honest. Ich hab jetzt Prior. Ja, bitte schau, dass du versuchst, Prior zu halten in Skat. Ja, ab Level 9 ist. Wird gleich zu mir laufen, ja. Renek, oder bleibst du auf ihn? Was da kommt. Heiko ist an deinem. Ich glaube nicht, dass er was machen kann. Wenn nicht, komme ich vielleicht rüber, wenn er nochmal nachkommt. Ich bin unseren Raptors gerade. Kannst du den Ward wegmachen, Johnny? Na klar. Hast du nicht mehr, Sorry. Die werden zu Drake gehen halt. Jo, ich muss bitte die Wave catchen jetzt. Actually hätte ich wahrscheinlich stayen sollen, wa? Ist was fixer. Ich stell den einfach top und geh, ne? Ja. Ich kann auch zu Drake TP. Ich hab das Sense über hier. Der wird unten. Du musst raus, wahrscheinlich. Bedeiben? Oder? Nein, macht er nicht. Ist ja so fucking sick. Hebeln? Nee, lass mal Mitte shiften. Ich glaube, wir sind auf jeden Fall drei Hebelbots. Doch, ich glaube, du solltest Hebeln, sonst kriegen die Bot-Tower. Ich kann auch Bot der TP'en. Na, aber wir sind zu stark, Kann man nicht spielen. Komm, lass Mitte bitte gehen. Jo. Wir bringen sie auch in Position für Firmen Bot. Renekton hat TP, bedenkt das. Ja, wir können nur den Charge schnell holen. Schaut, dass nur Zola oder Johnny shared, wenn's geht. Hab was Sturret. Renekton kann noch TP, Vorsicht.
Ich hätte jetzt. Ach ne, noch 200. Ja, wir spielen was. Ranken hier. Ich gehe die Botwave catchen, ne? Ihr spielt Mitte. Mhm. Kaiser hat noch keinen Q-Revolf. Ich will mit Q-Stack noch. Ich bin around top, ne? Wenn ihr nochmal spielen wollt. Gragas ist auch around top gerade. Ich hab in Theory TP. Ja, TP Mitte. Von Galio. Ich will jetzt den Reset nehmen hier. Ja, ich will auch mit Revolf gehen. Okay. Gragas wieder in Mitte. Dann kann nur Heka und Kaiser sein, ne? Ey, du hast wieder 3 Kills bekommen, super OP. Hat kein E hier. Ich hab auch 5 Plays geholt, das ist super strong. Die super gute Ganks. Ja, ich stehe seit ihr Botlane völlig fein, ne? Das ist crazy. Ich hab jetzt Leandris out. Das läuft so gut, well played, guys. Ja, die Kaiser hat relativ viel Cash, muss man aufpassen. Ja, aber trotzdem, also das jetzt, ich meine, das ist fucking Pro-Player Botlane. Und ich meine, der Galio hat 3 Kills bekommen, ne? Also, could be worse. Ja, die hat, ja, stimmt. Ja, der Galio ist ein bisschen ärgerlich, aber. Ja, der ist schon sehr ding, ne? Ja, ist. Ja. Ich move Bot. Ich muss mal schauen, ob ich da. Wir können auch vieles sein. Ich gehe gegen Galio. Ich one-shotte den und kann den Turm nehmen. Ja, dann let's go. Ja. Gegen Mojo Nick kannst du mal clearen. Ja. Ich kann so oder so jede Wave hier spielen. Also jede Lane. Ich greife Topseite gerade. Ich bin ein bisschen behind in Erfahrung, ne? Wahrscheinlich. Weil ich immer nur die Topside-Camps genommen habe. Kein Gragas, der könnte wieder überall sein. Galio doch Prior für eine Wave Botlane. Muss ein bisschen aufpassen. Aber ich bin gleich da. Meine Raptoren ab, Junge. Der war vorhin mal dran, aber inzwischen. Junge, mein Attack Speed ist so bad. What the fuck? Zero Info, Zero Vision. Ja, pass auf, gerade auf der Map. Also, top kommt ein riesen Slowpush zu mir. Die gehen alle runter. Können wir hier bitte was machen? Ja, ich helfe nur. Von der Vision. Renekton hat oben geresettet. Können, glaube ich, nur. Du wärst über die Wand gehackt, vielleicht. Können wir Vision holen hier mehr nicht. Ja. Ich habe ehrlich nicht realisiert, dass die hier lang gegangen sind. Ich habe mich so sicher gefühlt mit dem Ward. Ja, der kam erst danach, glaube ich. Der kam erst danach, ja, das war meiner. Okay, dann ist mein Bett. Ich könnte Richtung Mitte shiften. Was haben die geused? Kaiser und Gragas, soweit. Der Renek nimmt um noch die Wave an. Der Gragas will resetten, vielleicht können wir ja hier gleich. Ich habe die Peel 5, ich würde es fighten wohl noch, ja. Keine Kaiser und keine Gragas. Ja, das ist gechunkt, geil, ha. Könnte ich so leicht blauen. Ich will aber nein. Das Horse? Ich würde hier einmal gucken. Wenn du mir. Hier? Ja. Ja. Keine Vision da oben. Ja, ist gut. Alter, huge. Hm. Die gehen nicht hier so, ne? Wir haben die P noch rein. Was? Oh, dann waren wir vorbeigelaufen. Ich hab den gar nicht gecheckt irgendwie. Hat noch jemand was für mich? Nee, war ich bin dead. Ich werde das gleich noch spielen, nicht da? Hackrim ist extrem. Ich hab den gar nicht gesehen, Hackrim, what the fuck? Ja, der ist einfach nur alles durchgelaufen. Ja, das hab ich. Ich hab irgendwie gedacht, dass ihr das seid. Der kann mich nicht, aber der ist einfach durchgegangen. Der ist super low, aber. Boah, ich kann nicht wirklich machen. Kriegst du den? Oh, der Signal, das stimmt nicht. Ich hab Smite nicht drauf gemacht. Das war eben, die hatten hier ein Ward leider wohl. Kann mich leider one-shotten, der Hackrim. Oh. Ich sind immer noch ohne, wo wir brauchen, müssen ein bisschen besser von denen spielen. War mein Bett, ich hab mich nicht vor den catchen lassen dürfen. Ja, ich glaub das. Immer noch alles gut. Es wird halt das Problem ist immer gegen so gute Spieler. Okay. Gegen so gute Spieler Fiddle-Ults zu kriegen, weil die halt einfach alles warden, ne? Ja. Ah, hier war gar kein Ward. Hier war gar kein Ward. Doch, da war ein Ward. Also, oder der Hickerim stand da im Busch, weil die sind alle synchron zurückgegangen, als ich gekommen bin. Ich glaube, wir sollten weiter auf Sideline spielen, das ist schwer für uns zu teamfighten. Ja, wir haben jetzt gerade alle Flashes von uns, Gragas, Kaiser. Aber ist Sideline gegen Hickerim gerade nicht auch schwer? Ja, aber wir können ziemlich one-shot. Ich hab top eh einen scheiß Wavestate. Ich komm mal runter und shadow dich, okay? Sure. Ich bin nicht wirklich strong, ich hab keine Kills. Ich hab nur 3 Assists. Ja. Wir sind strong bei uns. Wir haben einen sehr starken 5-6 auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Können schon gut kommen, auch. Auch. 45, wir haben QSS auf Kaiser. Müsst ihr drauf achten. Und ich hab Ult, also wenn Johnny ist, wir können auf jeden Fall das spielen. Gerade hat noch keine Ult ab. Das ist auch top lane. Lagers Mitte. Der Renekton hat auch keine Mercs, ne? Also das würde actually relativ gehen. Sollten wir einfach ey. Kaiser und Gragas mögen gerade in Botside. Wenn er sich hier unten zeigt, wollen wir mal rein, ja, ne? Ja, wenn er sich zeigt, dann gehe ich auch. Ah, ein Wort hier. Ein Wort. Ja, kannst du rausgehen? Ach, he knows. Ich bin ja auch ohne dich hinzu. Hier kann man auf drunter. Geil, ist Mitte, dreimal Mitte, viermal Mitte. Wir werden den Drake machen wollen. Können wir den fighten? Ja, das ja lass fighten. Ich hab Ult und Level 11. Also. Boah, ich komme hier aber glaube ich nicht mehr rein, so wirklich. Okay, helft Sola, helft Sola. Hast du Ult? Ja, nee. Oh, scheiße. Dann geh mich ja Johnny. Guck, ob der nach vorne läuft. Wir können trotzdem noch fighten, oder nicht? Nee. Wenn wir gute Felix-Soll kriegen, ist Level 11.
Ja, ich bin super stark, ja. Ich glaube, der Renekton weiß, was ich vorhabe. Ja, ja, ja. Wir gehen hier rein. Legends, ich move. Oder nicht? Ein bisschen weird, ne? Drake. Hm. Oh Gott. Kann man für den Renekton gehen, fährst du hier, ne? Ja, der läuft hier vorne. Läuft ja, ne, der spielt das Spiel gerade schon die ganze Zeit mit uns. Guck mal, lass das fucking fighten, bitte. Wollt ihr nicht? Wenn Phillips eine gute Ulti kriegt, ja, aber ich kann nicht wirklich einfach reingehen gerade. Ich kann nirgends hier ulten gerade. Ja, ich glaube auch nicht, dass es ein guter Fight ist. Okay, jetzt könnte ich. Ah, okay, I guess. Gibt den Hikarim in deiner Ult? Musst du Ult kalten. Nice. Ich kann die ulten. Ich ulte Renekton hinter dem Topline. Das geht. Ich komm von links, ne? Wenn ihr nach links kaltet, bin ich gleich da. Ich hab eben eins. Will ihr nach links kalten noch? Wo kann ich sein? Ich muss reingehen, ich muss reingehen. Bin jetzt da. Ist 2-2. Ist 3-2, ist 3-2. Vorsicht vor Kaiser. Nice. Schön! Nice. Sola! Wo muss das? Kumayushi! Und dann int ich noch rein. What the fuck? Mach bitte den Drake. Der ist super viel Value. Hat mich so abgeholt, so das Play. Der ist super viel Value. Schönes Ding, Leute! Die Pro-Player gepunished, ja. Good job. Oh my goodness. Hätte ich was bekommen? Nice. Sola hat 2 Chancen, dicke Shots bekommen. Ich bin jetzt nicht so gut im Game. Dass der Hekarim einfach deine Ult während meines Charms mit meiner Ult einfach überlebt hat. Ich brauche noch ein bisschen traurig. Das ist richtig stark, ne? Der Champ-Ding und so. Ja, kannst du sehen. Das ist schon crazy, Alter. Schon bin ich frech. Sorry. Moins. Alright. Wenn ich jetzt noch Voidstuff kriege, dann ist eine gute Ulti-Game. Weil mein Damage ist jetzt noch nicht so gut, aber sobald ich Voidstuff habe, kann ich alles one-hitten. Ja, das würde ich auch gern sagen, ne? Aber ich habe Ari gepickt. Leider war, ja. Muss nochmal resetten. Wenn der Top für den Turret geht, werde ich den wahrscheinlich sogar ulten. Ja, ich habe 3 Sekunden Ult ab. Aber der ist super schüchtern. Also ich sag mal wirklich, der stellt sich den Schwiegereltern nicht vor. Die haben eine Menge Magic Resistance die Gegner. Oh, shit. Mhm. Deswegen super geil, dass er so Shotguns bekommen hat. Ja, ich mach Damage. Da sind wir hier um die Ecke. Junge. Wer braucht den Reitbuschen? Nein, die braucht im Schlüssel. Okay. Das ist frustrierend. Krass, dass wir den zusammen nicht tot kriegen. Die haben hier noch ein Wort. Hier ist noch ein Wort, hab ich nicht klären können. Ich meine, der hat. Guck mal, was der gebaut hat. Naja, eben, ich sag ja, die Null im Erwig kriegen den nicht tot. Kaiser geultet? Nein, die haben nichts benutzt, Okay. Ich muss aber Botlane. Ich würde gerne Johnny. Recon und zu mir kommen. Ja, ihr move top gerade, klar. Ihr müsst aufpassen, die wollen irgendwas spielen. Ja. Ja, wenn die da sind, habt ihr CP. Ihr müsst unbedingt raus. Sonst ist terrible. Oh, ja. Das hackt mich hier unter. Hat ihr okay, soll ich rein TP'n? Wir werden Nash, ne? Wir werden Nash, ja. Ich hab 20 auf Ult, vielleicht denken sie nicht, wenn du ein bisschen Stress machen kannst, Solo, ne? Vielleicht rechnen sie nicht damit, dass meine Ulti so früh ab ist. Aber ich kann nicht so wirklich reinlaufen, to be honest. Ich würde einfach komplett traden, oder nicht? Also, wir sollten das schon. Ja, vielleicht holen sollten. Ich weiß nicht, wie es können, ne? Also ich kann ja nicht reinlaufen, die haben 3-4 Champions, die mich einfach besorgen können. Ja, aber wenn er ultet, kannst du schon was machen. Habt ihr noch, Alter, wenn ich Sonja sah. Wir hätten die ja echt. Schade, wir hätten das echt easy fighten können. Nein, ich hätte auch Ranked Ward töten müssen und so, ich bin. Also, aber gut gemacht, dass sie da. Die hätten eigentlich keinen Ward da, ne? Aber wenn ich Sonjas durchkriege, ist glaube ich gut. Okay. Warte, Knochen brechen und Menschen lügen. Ach Mann. Kann ich mal baiten, irgendwas wird hier. Okay. So, ich bin noch hier gelassen. Doch kein Bait. Kann die Knallpflanze? Nee, gar nichts. Okay. Oh mein Witz, klar. Ich bin jetzt einfach runterrennen hier gerade. Was ist das jetzt chillen, wir müssen jetzt einfach mal groupen, Leute. Ich glaube, dieses Sideline-Gameplay, das ist ein bisschen. Ist ja auch schwer, ne? Ja, super wert, wenn ihr uns glaubt, können wir den ganzen Ults, auf jeden Fall. Ah, ich hätte einfach töten müssen und zu Nash finden, weil bei meinem Display gibt's keine Entschuldigung für. Ja, okay. Ja, ich meine, vorhin hat ich ja gecatcht, also das war ja. Na, das war auch ein Fehler. Können wir hier für die Kaiser gehen? Ja, aber die hat QSS, ne? Boah, holy shit, ey, das ist gut Damage. Überlegt, ich fass es nicht. Ein Spiel. Kaiser war aus der Norm.
keine Ulti. Plötzlich habe ich die nächste. Er hat keine QSS und kein Flash, oder? Das war der Flash gegen die Freya. Das war, glaube ich, Ulti. Mehr, mehr. War der nice try? Oh, da war mal wieder weg hier. Ist wieder alle da. Ah, sorry, ich renne gerade komplett runter, keine Ahnung. Ist okay, die waren das schon sehr, sehr gut, die Gegner. Waren das leider sehr, sehr gut für. Eine Minute auf Drake. Wir müssen wieder schauen, dass wir eine gute Ulti finden, einfach. Moment, bin ich da. Noch ich würde spielen wollen. Bin da nicht da, ne? Ja, hab ich nicht. Das ist Level 14. Oh mein Gott, bin ich fresh hier. Yay. Ich habe 30 Ignite, aber ich habe TP. Aber wir können direkt zu spät sein, wahrscheinlich. Wenn der Mutter steht, sollten wir es trotzdem fighten, denke ich. Die hat unten keine Ult mehr. Wir haben versucht, Kaiser zu ulten. Wenn ich sie ulte, dann fülle noch die Damage dann, nicht. Maybe. Nein, nächste Zeit. Guten Morgen, Herr Kragers. Das war's, ich hab Trollen, ja. Komme. Das ist noch sehr weit entfernt. Aber ich will aber sagen, wir fighten das. Ich will gerne auf den Wartepin und fighten. Ich hab halt 25 auf Ult, ne? Was ihr da. Eigentlich ist nur Noway so relevant, der Rest von uns macht eh nicht wirklich Damage. Ja. Ja gut, dann sollen wir vielleicht alle viel fertig schreien. Ich muss auf Wartepin, der Wartepin spawnt uns gleich, ich tippe rein. Also Mitte Prior? Ich bin jetzt hier schon in einer warteten Position. Ekam hat mich gesehen, wenn er aufgepasst hat. Wollen wir einfach Drake rushen, oder? Das ist Mitte. Könnt ihr Drake rushen und ich ult aus dem... Klar! Die werden uns ja einfach versuchen runterzuholen. Ich mach den jetzt einfach. Nein, die gehen wir nicht als Drake ab. Okay, dann geht die Recon. Wir brauchen nicht alle für Drake. Ich bin schon Recon. Ja, ja. Ich bin dran. Bot ist Huge Wave, der kriegt Top Tier 2. Ja, Top Tier 2 für Drake, jetzt fine. Ich würde mit den fighten wollen, wenn die nach vorne rennen. Du scheinst sehr gierig auf den Fight, ne? Ja, wenn nicht, dann passiert das hier. Alle bei dir? Können wir für den Renekton schauen? Ja. Der geht für mich hier. Holy shit. Keine QSS? Die Boys. Keine QSS, Guys. Wir können Wave Play. Kein Hekelmold, keine Gargasolz. Die Garde hat noch runter. Okay, ich geh mal wieder in eine flankierende Position. Die werden danach Mitte gehen, die Gegner. Ich werde von hier kommen. Wir testen. Seid ihr bereit? Ja, ich. So was von. Gargas gejumpt. Nee, ihr müsst hier zu mir kommen, ne? Ja, ja, ich arbeite mich unauffällig vor. Ja, 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 ja. Nein. An sich war das, glaube ich, somit das Beste, was wir hoffen können. Ja, war ein guter Play. Vielleicht können wir noch chasen. Das sind so low, alle. Wir haben echt geilen gekriegt. Schade. Ah, schade, wenn ich da wollte, sind die alle dran, ne? Na, ich hätte auch gerne noch einmal vorgebased, aber what can you do? Aber to be fair, ich mache eh keinen Schaden. Der Champion ist debütiert. Schade, aber genauso wissen wir es spielen. Das Item hier kommen, das ist geil. Echt? Oh, das ist okay, noch nice. Sehr weit weg. Ja, 1500 ist jetzt nicht so weit. Oh, das ist eine Minute Nash. Ist. Ich hab Void in. Ich glaube, den Nash können wir nicht 200 mehr abgeben. Ich glaube, der wird wichtig. Na, wenn ja, ich muss einfach den Nash stealen oder so. Ja, bin ich auch dabei. Geil. Mach das mal. Wollt ihr werden euch wieder runterrennen, ne? Ja. Ein bisschen nach vorne erschafft, glaube ich. Der hat noch keinen Sohn jetzt, der hat noch keinen Sohn jetzt. Okay, dann werden die enden wollen. Ja, da gibt's natürlich jetzt so kleinere Probleme. Dann lass einfach mit, da geht's uns zu klären. Ja, alles so strong, ist crazy. Upsi. Wir sind einfach alle fucking weak. Ja, das auch. Bin in 20 bin ich da, wenn ihr die Wave irgendwie clearen könnt. Ja, wir sind dran, ne? Du hast eine Mega Qs, ne? Oh, schöner Hit. Hab das keinen Schaden gemacht, ne? Oder war da? Rück diesen Fünfter. Let's go, let's go. Ja. Nice, Donny! Ja. Vielleicht. Super gut. Ja. Er steht super gut. Nice, schön, Johnny. Boah. Ich glaube, die werden jetzt Nash gehen. Ich glaub, jetzt kommt Mission Impossible Sticks, ja. Das fucking Mission Impossible Sticks. Das klingt so wie vegane Fischstäbchen, weißt du? Ja, genau so ist es auch. Aber wir kriegen jetzt auf jeden Fall sehr viel Farm, ne? Das ist gut. Ja, aber leider, die Inhibs waren ja davor schon. Das ist richtig. Vielleicht kann man jetzt nicht in direkter Verbindung sehen, leider. Ja, doch. Boah, aber Freddy, muss ich sagen. Ah! Ui, ui. Das ist ein fetter Spielverderber. Das war nicht der Mission Impossible Fitz.
deutlich schwer. Hm. Ach, kein TP für Weiler. Guck mal hier, gleich, 600. Hier TP. Es gibt eine Pela da, muss ich dir mitteilen. Okay. Okay, die kriegen jetzt Nash, aber das ist kein Problem. Weil der wir müssen die Wave hier schnell deleten, ne? Ja, wir müssen noch wie. Die werden dann Nash machen, okay. Wir brauchen dann wieder. Die werden einfach versuchen zu enden. Kannst die dann top einfach gehen? Mm. Und dann Nash, oder? 200 Gold brauche ich noch. Ah, nee, ja, ich gehe lieber für einen Finish-Attempt. Aber das ist doch nicht gut, oder nicht? Also außer wir sterben jetzt, ja. Ja, wir müssen ja fighten. Oh mein Gott! Hey, Pose 3 ist. Können wir nicht. Infinity jetzt? Nice. Aber jetzt müssen wir kurz aufpassen, ja. Schön. Mensch, da hab ich den Ekel, fast 300 Damage gemacht. Ja, aber wir kriegen unsere Inups gleich wieder. Das passt perfekt, das passt perfekt. So, und jetzt, das Opening, das ich hier sehe, ist wie folgt. Die Gegner werden jetzt einen Nash bekommen. Warte mal, warum steht hier nicht Victory? Ja. Und dann werden die Gegner den fatalen Fehler machen, dass sie hier gerade nach vorne laufen, über die Vision, die wir in Mitte platziert haben. Und dann werden wir die alle töten da, okay? Alright. Das klingt wie so ein Märchen, zugehört. Aber ich bin drin. Aber es klingt gut. Da ist er. Yes. Eine Doppel-Suppe. Wir haben noch ein paar Suppen in den Waves, Leute, die wir noch fertig werden müssen, ne? Okay, die haben mich leider gespottet, das heißt, der Plan wird nicht funktionieren. Ich will einfach reinbuddern wollen. Aber welch für Mana? Ich will das einfach fighten. Wenn ich nicht gewinnen, schmeiß mir den Pot rein, dann bin ich ready. Mana Potion. Bin jetzt hier? In Position. Bin ich wieder in Position? Ah, kommt Pott raus. Oh, also okay. Zurück ist er nicht. Da kann ich mich auch folgen. Ah. Oh mein ja. Gott. Ja! Da wurden wir ein bisschen überrannt. What the fuck? Der Rennt, glaube ich, einfach 100 to 0 in einem Sanctum. Oh, schade. War gut gemacht. Boah, scheiße, ey, wir hatten aber legit eine Chance zwischendurch, aber dann haben wir leider haben wir zu viele Sidelane und die haben das zu gut koordiniert. Ja, ja, jetzt Brücke und ich da oben bei der Wave, die dumm rumgestanden haben. Ja, dann, wir hätten halt den ersten Nash, wenn wir den kriegen, ich hätte den zweiten sollen, den hätte ich eigentlich kriegen können. Ich glaube, wir haben einfach Champs gepickt, ne? Na gut, wir hatten auch gute Champs, also da lag es jetzt nicht unbedingt, glaube ich. Außerdem, also irgendwie, ich hab Toplane super hart gekämpft, aber leider hat die Camille da nichts von mir gekriegt, sondern ich habe immer die Kills gekriegt. Ja, ich habe auch ein paar Plates bekommen, aber ich wurde damit einfach einmal getötet von Kaiser und dann war es irgendwie, bin ich aus dem Game raus. Ja. Ein, zwei Mal? Nee. Wenn du da killst, ist eigentlich super gut für uns in dem Game. Auch wenn ich 3 Assists habe. Na gut. Egal, hat eine Menge Spaß gemacht. Spaß gemacht, ja. Danke euch aber für die Games. Ich wünsche euch einen wundervollen Abend. Auf bald. Ja, und danke euch. Bei FlexQ. Jo, ja, Moment, ciao. Ciao, ciao. Danke für die Games. Tschüssi.